Die Commerzbank plant, tausende Stellen zu streichen und viele Filialen zu schließen. Bis 2024 sollen alles in allem rund 10.000 Vollzeitjobs wegfallen, so die Bank. Das würde in Deutschland jeden dritten Arbeitsplatz betreffen. Und von den bundesweit derzeit 790 Filialen sollen am Ende noch 450 übrig bleiben. Dafür sollen digitale Angebote weiter ausgebaut werden. Am kommenden Mittwoch trifft sich das Kontrollgremium, um bei einer Sondersitzung über die Sparpläne zu beraten. Die Bank will ihre Kosten senken und ihre Leistungsfähigkeit sichern, so Vorstandschef Manfred Knof.